Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Erstmal ein dickes Sorry, dass jetzt 2 Tage lang Final Fantasy ausgefallen ist. Ich habe es einfach nicht auf die Kette bekommen, das aufzunehmen. Dennoch möchte ich mich dafür ganz, ganz dick und fett hier bei euch entschuldigen. Was haben wir denn hier für eine Aufgabe im Ishgard der Bürger? Nehme ich jetzt mal nicht an, weil ich ja mit euch eigentlich nur die Story-Quest machen möchte. Und hier steht jetzt Orshfo. Wir haben ja jetzt hier das Gottesurteil, wo wir für Tataru einspringen müssen und uns mit Alfino behaupten müssen gegen die Tempelritter. Ja, es wird nicht einfacher. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Da bist du ja. Ich habe darauf bestanden, kurz mit Alfino und Tataru sprechen zu dürfen und sie von dem zu erwartenden Gottesurteil unterrichtet. Tataru wird dann einen Stellvertreter fordern. Das ist dein Stichwort, vorzutreten. Bist du soweit? Dann wollen wir uns der dreisten Anklage stellen. Ja, natürlich sind wir soweit. Da boxen wir Tataru und Alfino schon wieder raus. Das geht ja mal gar nicht klar hier. Ist das Halone? Hiermit erkläre ich die Verhandlung im Namen Halones für eröffnet. Möge die Anklage vortreten. Cool sehen die ja aus. Grenon von Zemael, wie lautet eure Anklage? Ich, Grenon aus dem Hause Zemael, Ritter der Azurgarde. Beschuldige diese beiden Fremden der Verschwörung zur Häresie. Die Angeklagten mögen vortreten. Alfino Levieur Tataru Taro, ihr habt die Anklage vernommen. Gesteht ihr eure Schuld? Oder wollt ihr euch gegen die Vorwürfe wehren, im Kampf, wie es Halone würdig ist? Ich, Alfino Levieur, weise jegliche Schuld entschieden von mir und werde meine Unschuld im Kampf beweisen. Ich bin Tataru Taro und ich bin auch unschuldig. Ah, aber ich kann nicht kämpfen und deshalb möchte ich eine Vertreterin nennen. Die Regeln erlauben eine Vertretung für Minderjährige, Alte, Gebrechliche und Kampfuntaugliche. Also gut, wer soll an deiner Stadt kämpfen? Danke, dass du gekommen bist. Machen wir dieser Scharade ein Ende. Kriegen wir doch locker platt. Mach dir keine Sorgen, Tataru, das schaffen wir schon. Oh. Halone, wir bitten dich um ein gerechtes Urteil. Führe den zum Sieg, der im Recht ist, und bestrafe den, der die Unwahrheit spricht. Also gut, dann auf in den Kampf. Zumindest nach dem Ladescreen. Okay, jetzt scheint's gleich loszugehen. Na. Das lädt aber lang hier. Ja, wir hauen hier direkt mal ordentlich zu und rein.
Und jawohl. Und direkt wieder Instant Cast. Jawohl, super. So kann es weitergehen. Ja. Instant Cast. Und das. Und direkt wieder so weiter. Guck mal hier. Die haben doch nicht die leiseste Chance gegen uns. Nicht den leisesten Hauch einer Chance haben die hier. Okay, ich darf auch nicht zu überheblich werden. Verflixt, jetzt habe ich die natürlich prompt hier meine Combo verhauen. Ha! Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Du bist schon mal platt. So, gut, jetzt den nächsten. Ah, jetzt, super, jetzt kann ich auch hier meinen Zauber wieder nutzen, dass das wieder instant wird, dass das hier pockt. So. Damit habe ich gerade ein klein wenig Pech. Nieder mit wem? Nieder mit dir? Wir lassen uns hier nicht platt machen. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Halone hat gezeigt, zu wem sie steht. Und wer unschuldig ist, vor allen Dingen. Kein Grund, hier eine dicke Lippe zu riskieren. So. Hand weggelegt. Und was sagt ihr jetzt? Du hast es geschafft. Oh, ihr kleine Tataru. Der Kampf ist beendet. Halone hat ihr Urteil gesprochen. Die Angeklagten Alphinor Levelieur und Tataru Taru sind der Häresie nicht schuldig. Die Verhandlung ist geschlossen. Die Angeklagten können gehen. Man sollte mich dafür gerne einen Ketzer nennen, aber ich lege mein Leben doch lieber in deine fähigen Hände als in die der geehrten Halone. Danke dir, Velvet. Du hast Tataru und mich vor einem Todesurteil bewahrt. Ach, gar nicht für. Da ist vor Freude, dass ich den beiden helfen konnte, direkt erstmal wieder Wortgulasch rausgekommen. Bin ich für heute wieder richtig mies im Vorlesen. Oh, diese epische Musik. Oh, das ist so toll. Ich mag das. So, hier steht wieder Orchefaux und wartet auf uns. Der wird sicher auch erleichtert sein. Du hast einen grandiosen Kampf gezeigt, wie du vorgetreten bist, um für deine Freunde einzustehen, einfach unübertrefflich. Hier, ich habe etwas für dich, zur Feier des Tages. Okay, was mag das sein? Mit dieser Pfeife kannst du einen schwarzen Chocobo rufen. Hier kommt er schon. Ah, jetzt haben wir den Chocobo. Der ist so süß, ich mag den voll gerne. Ah, Quee. Ah, ist er nicht prächtig? Die glänzenden Federn, die starken Schwingen, geboren, um eine Heldin wie dich zu tragen. Ah, oh, ich hab dich auch lieb, Kleiner. Kann ich den ja jetzt Quitte nennen? Quitte war ja auch schwarz. Chocobos haben am Hochtribunal außerhalb des Zeugenstands nicht verloren. Raus mit ihm. Oh. Dann ist das jetzt meine Quitte. Nachdem ich ja den gelben Racke genannt habe, nenne ich dann jetzt den schwarzen Quitte. So, ja, wir haben die Chocobo-Pfeife bekommen und einen Ätherkompass, okay. Was hatte das nochmal mit dem Ätherkompass auf sich? Weiß ich gar nicht mehr, aber das können wir uns ja gleich angucken. Ach, dieses Knistern. Windätherquellen nun zugänglich. Ah, genau, mit dem Kompass konnte ich diese Quellen ausfindig machen und die musste ich entdecken, um fliegen zu können. Du hast ein fliegendes Reittier erhalten. Der schwarze Chocobo kann wie ein normales Reittier geritten werden, erhebt sich aber unter bestimmten Voraussetzungen auch in die Luft. Um in einem Areal der Spielwelt fliegen zu können, musst du dich erst mit allen Windätherquellen, die in dem Areal verteilt sind und an denen spezielle Ätherwindströmungen herrschen, harmonisieren, um sie zu bündeln. Manche Quellen werden erst im Verlauf bestimmter Haupt- oder Nebenaufträge zugänglich. Du hast einen Ätherkompass erhalten, der Richtung und Distanz zu der nächsten Windätherquelle anzeigt. Solltest du den Kompass verlieren, wird Gibrillon im Vergessenen Ritter für Ersatz sorgen.
Deinen Fortschritt bei der Suche nach Windätherquellen kannst du im Hauptmenü unter Karte und Transport einsehen. Okay. Da-da-dam-dam. Quitte. Ach, habe ich den jetzt direkt erlernt? Ne, hier. Da. Benutzen. Was steht denn dann hier bei dem Reittierverzeichnis dabei, bei der guten Quitte? Flug-Chocobo. Dieser schwarz gefiederte Chocobo wurde dir von Orchefaux als Zeichen seiner Freundschaft übergeben. Ah, kleines Quittentier. Können wir ja den jetzt demnächst mal ein bisschen reiten. Die Audienz. Orchefaux ist erleichtert, dass das Gottesurteil zu euren Gunsten ausgegangen ist. Zeit, zum Anwesen der Fortons zurückzukehren. Halone und deiner Kampfkraft sei Dank, dass der Prozess ein glückliches Ende genommen hat. Kehre zum Grafen zurück, er wird ebenso glücklich sein, dich wohl aufzusehen. Ja, ich hoffe doch mal, dass er sich freut. Ja, würde ich sagen, quatschen wir jetzt noch mit dem. So, ich habe übrigens hier heute nochmal mein Rotpanda-Stofftier dabei. Ich finde den so süß. Den hatte ich auch von Yukiko bekommen. Das ist absolut eines meiner absoluten Lieblings-Pets hier in Final Fantasy XIV. Das ist einfach nur so süß. So, vielleicht hattet ihr das auch gestern schon gesehen. Ich hatte nämlich schon ein Bild auf Instagram gepostet, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, weil es einfach wieder so knuffelig cute aussah. So, und hier ist der Graf. Wie gesagt, mit dem reden wir jetzt noch heute. Die Gerechtigkeit hat obsiegt. Was bin ich glücklich, meine Gäste wieder wohlbehalten unter meinem Dach begrüßen zu dürfen. Für einen Moment sah es nicht gut aus. Ihr hattet schließlich zwei Azurritter vor euch. Aber die Kriegerin des Lichts und der Enkel Louisois sind eben auch keine zu verachtenden Gegner. Die Niederlage der Azurritter wird sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreiten. Wer sind diese bärenstarken Begleiter von Emanela, wird man sich fragen. Ich weiß es zu schätzen. Auch wenn er es wieder mal merkwürdig ausdrückt. Ich bitte die Störung zu entschuldigen. Ein Bote der Kurie hat soeben eine Nachricht übermittelt. Der Papst wünscht die Dame Crow zu sprechen in einer persönlichen Audienz. Der Papst? Eine persönliche Audienz? Das ist eine große Ehre, Velvet. Ja, eine persönliche Audienz wird in der Tat nicht jedem gewährt. Allerdings frage ich mich, warum der Papst ausgerechnet jetzt... Aber das spielt jetzt keine Rolle. Du solltest sofort Folge leisten, Velvet, und dich zur Erzbasilika begeben. Vor der Erzbasilika erwartet euch ein Priester, der euch zu seiner Heiligkeit geleiten wird. Okay. Die Erzbasilika, die ist ja gar nicht so weit weg von hier. Die hat uns ja hier der Diener des Grafen schon gezeigt in unserem ersten Rundgang durch Ishgard. Ja, und jetzt lernen wir den Papst kennen. Da oben ist die Erzbasilika nämlich direkt. Genau, da müssen wir hin. Aber ihr Lieben, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich von euch und bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Und damit macht's gut, bis zur nächsten Folge Final Fantasy XIV. Tschüss!